Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Monkey Island. Teil 2, ja, wir konnten läuft. So, inzwischen ist es ein bisschen dunkler und entsprechend belichteter hier geworden. Eine Runde will ich heute noch machen. Die anderen sind gerendert, hochgeladen und so weiter und so fort. Ja. In dem Sinne wollen wir doch gleich mal loslegen. Mal gucken, was uns erwartet hier auf hoher See. Papagei. Ja, komm. Da brauche ich, glaube ich, nicht lange überlegen. Wir nehmen eh alles mit. Und ich mache mich mal außen. So. Zack. Da. Brauche eine kleine chillige Runde. So, gehen wir mal rein. Welcome to the Jolly Rasta. Welcome to the Jungle. So, ich weiß nicht, was sind denn meine Möglichkeiten? Ich würde gerne einfach ziellos umherschippern. Ich möchte dann zurück, wo ich gerade herkam. Nee, das ist doof. What are my choices? I only know how to get to Tree Islands, man. What are they? There's where we just came from, Scab Island. The only island where pirates are free to be pirates. Then there's Booty Island. Ooh. The festive French Mardi Gras party all the time island. It's run by one of the most respected and loved governors around. Governor Elaine Marley. Elaine? And last, there is Fat Island. Okay. A fascist dictatorship. Run by an overbloated pig named Governor Fat. Here, take this easy-to-read reference map, courtesy of Dread Tours. You can use it to show me where you want to go. Ja, wo gehen wir denn mal hin? Also das ist Cap, da kommen wir her. Das ist Fat. Alles klar, ich würde mal sagen, gehen wir doch erstmal nach Booty Island, oder? Denn wenn da Elaine ist, die kennen wir doch schon. Da. Oh, Vorsicht! Großer Vogel! Der will uns versinken! Oh, mal gucken, ob wir gleich ein bisschen schnell unterwegs sind. Nee, er bläst an uns vorbei. Sag mal, wo fährt der denn hin? Ah, musst du unbedingt zu den Seemonstern fahren? Ich glaube, der hat zu stark am Stängel gezogen. Bei seinen Navigationskünsten. Ja, jetzt fährt er schon wieder zurück! Du! Wenn das hier Snake wäre, wären wir jetzt tot. Wären wir gefangen. Lalalala. So, endlich. Booty Island. Ja. Hallo? Fängt schon mal gut an. Kostüm Shop. Booty Boutique. Mementos, Souvenirs, Artifacts. Okay. Das ist das Schiff, das brauchen wir gerade nicht. Kanonen, wir können ja mal gucken. Erstmal alles anschauen. Gee, I wonder if it's loaded. Naja, wir könnten mal. Hey, don't touch that. We only set that off when the mailboat comes in. Um es zu versenken, oder wie? Wenn der Postbrot dreimal vor der Küste sinkt. Oder wie? Okay, können wir uns ja mal Dreadschiff mal angucken, was er dazu so sagt. What a piece of junk. Hat uns aber sicher hierher gebracht. Und was trinken könnte ich mal? Gee, I wonder if he's loaded. Was ist der alte Mann? Wo der mitgeladen ist, das wollen wir aber nicht wissen, lieber Guybrush. Hello there. Sorry, son. Didn't have my horn out. Could you say that again? Ich sagte, hallo da! Mein Name ist Threepwood. Hi, alter Mann. Wollen Sie sich Kanonen abfeuern? Worauf standen Sie denn so? I said hello there. My name's Threepwood. Oh, why, hello there, Threepwood. You in town for Mardi Gras? Fasching, ich bin raus. Ciao. Wir gehen wieder zurück auf Scab Island und bleiben dort. Soll doch Little Chuck machen, was er will. Ja, ich will keine Party. Ja, also Party, ja, aber Fasching, Karneval, bah, ist nicht meins. Is this the right time of year for Mardi Gras? Son, it's always Mardi Gras on Booty Island. Oh Gott. I used to be the governor of this island. Die Insel ist ein Albtraum für mich. Time to come down here and enjoy the party. So, I quit. And now I watch out for the mailboat, which reminds me, I have to get back to work. Hmm.
Hello again. What was that? Hey, old man, how about blowing off the cannon? How about just blowing off? My name is Augustus DeWatt. DeWatt? Old man. And this cannon is for official purposes only. Alles klar. Gut, was ist denn... na, so muss ich aufpassen. Komme ich auf die zweite Karte? Also da, mal das. Na gut, gehen wir doch einfach mal in diesen komischen Antiquitätenladen oder was das war doch das, ne? Antiquaries oder so. Ah ne, das ist eine Boutique. Okay, die Booty Boutique. Ja, wir gucken uns erstmal noch um. Mal gucken, was hier hinten noch... Ah, nicht auf dem zweiten Bildschirm. Was hier hinten noch ist. Muss man echt aufpassen. See the world. Glass bottom boat. Last day before I leave for Fat Island. Cruises. Check it Hallo, out. Hallo, Schnucki. Drücke See Frau mit world. Großen Hut. Jawoll. Drunken Galleons. I think she'd slug me. Öffne Frau mit großem Hut, das klingt irgendwie sehr falsch. Entweder es bedeutet ausziehen oder wortwörtlich öffnen. Na. Zieh mal hier. Na, dich gucke ich an, was sonst? Sightseeing. Darf man sie nicht mitnehmen? What's a nice girl like you doing in a place like this? Trying to avoid guys like you. Sunken galleons. Ich mag die. 3-hour tours. Hallo, mein Name ist Guybrush. Könnte ich eines von den Flugblättern haben? Ich suche den Schatz namens Big Whoop. Na. Hi, my name's Guybrush. I'm Captain Kate Capsize. Like to charter a ship? I do weddings, funerals, bar mitzvahs, you name it. Ja, komme ich gerne drauf zurück. Okay. Wo wollen wir mal ehrlich sein, ne? I'm searching for the treasure of Big Whoop. Yeah? When I was the first mate on the Limping Limpet, we went in search of Big Whoop. We'd heard it was buried under a place called Blinky Island. Never found the island or the treasure. The captain eventually died of boredom while we were crossing the sea of beige flotsam. Hope your luck is better. Okay, wenn wir jetzt ein Boot chartern wollen würden? I'm interested in chartering a ship. Great. Not many people want to charter a glass-bottom boat around here. Oh, yeah. Pretty soon I'm off to Fat Island to try my luck there. But let's talk turkey first. My fee is 6,000 pieces of eight. Ihr habt nicht so viel. Gibt's doch auch Kredit. Ich komm später wieder. I'll come back later. Die Dame ist uns ein bisschen zu teuer. See the world. Ach See du the world. Schande. Mal gucken, was hier, hier denn Schönes. See the world. Keine Ahnung. Stans, Pursley und Coffins. Okay. Wir gehen erstmal in den ersten Laden. Öffne Tür. Ja. Beware of Parrot, ernsthaft? It says beware of Parrot. Das ist so süß. Isn't he a beautiful Parrot? He's preoccupied with his reflection. Ich will den knuddeln. Hey, don't do that to my Parrot. Sicher? Sorry, he's not for sale. Ich will ihn aber haben. Hey, don't do that to my parrot. Mal ein bisschen dran ziehen. Hey, komm, ich will ziehen. Ah, oh, das ist nicht so einfach, hey, wenn so viel da ist. Don't do that to my parrot. Okay, können wir mit dem mit dem Papagei sprechen. Wunderschön. Beautiful! Finde ich cool. Finde ich echt gut. It's empty. Da könnte man einen Papagei reinstecken. It's said that the infamous Greenbeard won that barrel from Long John Cooper in a poker game. Shame that it's empty. Das ist aber sehr schade. Was haben wir denn da Schönes? Found that beauty at the bottom of the sea.
She cleaned up real nicely, though. Okay. Will you have them? I'd like to buy this well-polished old saw. Alrighty. That'll be 25 pieces of 8. Na gut, komm. Okay, I'll take it. Kurz überlegt. Wollen wir es aber inzwischen irgendwo für brauchen. So. Können wir auch das mitnehmen? I'd like to buy this sign. Sorry, that sign's not for sale. Hmm. Well, I guess I could sell it. That'll be 5 pieces of 8. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen. Nehmen wir das mit oder nehmen wir es nicht mit? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, komm. Okay, I'll take it. Wer weiß, wofür man es brauchen kann. Mitnehmen. Thank you. Ja, super. Wir machen hier den Laden leer, würde ich sagen. Ein Schiffshorn. Wer weiß? Ja, können wir jetzt nicht mal so langsam ein bisschen Mengenrabatt kriegen? Okay, I'll take it. Let me get you one from Overstock. Here you go. Thank you. Okay. Steuerrad. I got that as a gift from a man I saved a few years ago. Don't have much use for a wheel, but he said one good turn deserves another. I'd like to buy this bosun's wheel. I only have one of those, so I need to keep it as a display model. Okay, das kriegen wir schon mal nicht. Das Holzbeinchen? I'd like to buy this peg leg. I only have one of those, so I need to keep it as a display. Okay, wenigstens verkauft er nicht alles, was zur Not unsinnig ist. I'd like to buy this barrel. Yeah, I like that too, but it's not for sale. Okay. In diese Peitsche! That's the real thing. Das richtige Spielzeug für den Hamster. And the Young Chronicles. I'd like to buy Indy's whip. That's one of my favorite things in the store, but I don't have enough back stock to sell it. Hmm. I'd like to buy this mask. That's great, huh? Too bad it's not for sale. Okay, Kanonenkugel, eine Schreibfeder und... Ah, haben wir hier noch irgendwas? Also eine Maske will er auch nicht. Vielleicht ein Piratenhut? I'd like to buy these pirate hats. And I'd like to sell you one of them. They are 30 pieces of 8 each. Sag mal, wie viel Geld haben wir eigentlich noch? Second thought, I'd better save my money. Your loss. Was kostet das vielleicht? I'd like to buy this feather pen. I see you have an eye for quality. That'll be 10 pieces of 8. Das klingt bezahlbarer. Das nehmen wir mit. Aber für so einen hässlichen Hut. Let me get you one from Overstock. Here you go. Thank you. Ow. Ich mag den. Ich mag den. Das ist cool. Das ist cool. Oh. Radkappen. Great. They're 50 pieces of 8 each. Ich glaube nicht. Second thought, I'd better save my money. Your loss. Mal gucken, was er dafür haben will. I'd like to buy this cannon. That's one of my favorite things in the store, but I don't have enough back stock to sell it. Oh. I'd like to buy this whale painting. That's great, huh? Too bad it's not for sale. Moment mal. Mr. Polly likes that mirror. Polly mag auch Krieg. Was? Wir haben doch, wir hatten doch Papageien. Wir hatten Papageienfutter. Das ist doch schon ein Flugblatt. Capsize Charters. Glass bottom boat for sightseeing or special interest voyages. There's a picture of her on it. Könnte man das versuchen? Mit den leeren Haken da vielleicht? Oh, das geht. Geil! I'd like to buy this small picture frame. Yeah, I like that too, but it's not for sale. I'd like to buy this mirror. Excellent choice. That'll be 15 pieces of 8. Na gut. Okay, I'll take it.
Thank you. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich noch? Es wird langsam eng hier. Kanone, was war die Steuere? Augenklappe, Antiquitätenhändler. Kartenstück. Ernsthaft? I'd like to buy this map piece. That's 6 million pieces of eight. You want it? I can't afford that much. Too bad. 6 Millionen Goldstücke. Okay. I'd like to buy these tiki lights. I just keep those here because they're cool. They're not for sale. Rock'n'Roll Porzellanteller. I'd like to buy this Rock'n'Roll Collector's Plate. Great! That'll be 199 pieces of eight. Oder nicht. Second thought, I'd better save my money. Your loss. Also, der arme Papagei. Können wir das Papageienfutter wieder hinnehmen? Polly ärgern? Would you mind leaving that here? The parrot likes it even better than the mirror. Ja, aber das ist meins. Da möchte ich jetzt dafür gerne 500 Goldstücke haben, mein Guter. Also so ja hier mal auch nicht, ne? Nehmen Sie Kredit... Nehmen Sie Kreditkarten. Yeah, like you have one. But I do accept personal checks or trade-ins. Okay. What kind of trade-ins do you accept? I'll take most old swords, some used parrots, almost anything valuable made of bronze, and a few old ship parts. Would you give me the map piece for any of those things? No, but there's one thing I might trade for the map piece. Ja, was wäre das denn? What would you trade for the map piece? There was a certain ship that sunk, and I'd really like the figurehead. I'd give you the map if you got the figurehead for me. Ja, dann leg mal los. The ship with the figurehead? The ship was a huge galleon named the Mad Monkey. Nobody knows where it sank or ja, super. Why. But the figurehead is supposed to be the most fabulous piece of art ever. That's why I want it. I'm a collector of fine art, as I'm sure you can see. Nice shop you got here. Thanks. I pride myself on the quality. Wo sollen wir denn das herkriegen? I only sell the finest of pirate memorabilia. Even the trade-ins are first class. And I always make you the best deals. How can you afford to do that? Volume. Ja, vielen Dank. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass wir hier zu viel Geld lassen würden, würde ich jetzt noch weitersuchen. Also, wir haben jetzt gekauft. Ich hoffe, das ist überhaupt alles nützlich. Das Schild, das Horn, die Säge, den Spiegel, Schreibfeder. Ich weiß nicht, ob das Holzbein hier auch noch sinnvoll wäre. Zur Not holen wir Sachen noch. Wir haben ja noch ein bisschen was, aber wer weiß, was wir noch kaufen müssen alles. Linkskurve-Schild. Mal gucken. I'd like to buy this left turn sign. Yeah, I like that too, but it's not for sale. Okay. Und die Vase? Oh, I'd like to buy this vase. Yeah, I like that too. Das Schöne ist, wir können uns ja hier wirklich eine Kanone auch zusammen kaufen, wenn wir es wollen. I'd like to buy these cannonballs. I just couldn't part with those. They have sentimental value. Okay. Guti, würde ich mal sagen, in dem Sinne, sage ich an dieser Stelle, vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Keine Woche Zeit. Jupp, das haut gut hin. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mal gucken. Flups, wird gespeichert. Jo, ich glaube, mit den 3 Stunden, das wird echt hart zu schaffen. Vor allem, wenn, ich glaube nicht, dass ich das, das werde ich wahrscheinlich ja nochmal so machen müssen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Damit habe ich noch eine Folge im Kästen. Mal gucken, wann ich die nächsten aufnehme. Ich hoffe, nicht allzu bald. In dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.